Komm. Ja, ich komm doch. Komm. Ich glaube, ich habe ein bisschen schwerere Fracht drauf als du. Wie viele Tonnen hast du noch mitgeschleppt? Ha? 7 Tonnen habe ich jetzt drauf, glaube ich. Wie viel? 7. 7? Dann gehen wir gucken, ob F6. Nee, 10. Na, siehst du, ich fahr 20. Merkst du was? Ich fahr 10, 20 Tonnen Gips. Komm besser weg wie du. Ja. Ich habe aber auch das Beste drin. Tja. Würde der jetzt hier schon wieder rausschicken. Hm. Ich auch. Ja. Ah. Komm, Dinge hier. Oh, in den zweiten Runde. Ich muss kurz gucken. Ich muss mal anhalten. Was aber auf den hinfährst, du Vogel. Wo ist denn der jetzt? Ach, da oben ist er. Auf der 99 ist er. Oh nein, der will jetzt nicht hier tanken fahren. Oh mein Gott. Was? Kannst du mal ein Stückchen vorfahren? Ja, ich fahr jetzt. Ich stehe dem hier sonst in seinem Ausgang drin. Der ist hinter uns. Hä? Wie geht denn das? Der ist an einer anderen Tankstelle auf der 99. Ach, die da oben? Mhm. Da, wo wir quasi schon weggefahren sind. Ja, ein zweiter. Schickt denn das Navi den dort lang? Keine Ahnung. Auf der Autobahn. Ist doch die. Wenn du bei Stockton rausfährst, die kleine 99 komplett lang. Ja, die andere ist die 5. Ja, wenn er über den 99 fährt.
So, jetzt gibt es aber die eine Tankstelle da. Vor Bitumen. Da ist er jetzt weggefahren. Neun Runden in den Kreisel. Er Och muss Gott, das nach. Auto. Wo hat er gedacht? San Simon, also wird dann vorbei. Müsste quasi eigentlich dieselbe Tour haben. Huhu, Steffen. Huhu. Bussard. Der Bussard. Karre war richtig langsam, ne? Also Hä? er ist jetzt zumindest richtig langsam gefahren. Wie hieß der noch? Stefan. Ping von 34. Geht aber noch. Da hat der Santiago 144. Ne, okay, da ist noch ein Loco mit 273. Der ist schlimmer dran. Da kommt er doch. Da ist der Quedlib ja. Hier rechts raus. Abfahren. Links rum. Da sind wir schon. Wenn man hinterher fliegen kann. Quedlib, nimm die Ausfahrt. Fahr da hoch. Nix, nix. Hast du auch die Sechsgangschaltung drinne? Nicht? Die haben rausgeballert. Wie viel hast du drinne? 18? 18 Gangschaltung. Okay. Mir war das zu kompliziert. Ja, ich schalte nicht selber. Ja, ich auch. Hä? Schalte die hier auch. Ich schalte nicht selber. Ach so, deswegen ja. Da war die Sechskernschaltung zu schlecht für den hier. Automatik. Oh Gott, Autokontrolle, wie ich es hasse. Idiot. Sollen das Autokontrolle. behindert? Von mir. Sollst aus dem Weg gehen. Das war bestimmt einer von der Spaßtruppe da gerade. Ich glaube, mehr Gewalt wird er. Müssen wir hier runter? Nein. Was habe ich für Blinker an? Ich sehe nur gerade, dass wir einen von unseren Männern verloren haben.
gehört sich voll wie in die Hupe, Alter. Da kommt jemand in uns. Ah, das müsste unserer sein. Quedlam. Müsste sie wieder sein. Oh Gott, der wird aber ganz schnell wieder kleiner. Obwohl der einen 21er Ping hat. Ja, hub mich mal an. Walter. Alter Walter. Ich glaube, wir müssen da mal kurz anhalten. Warum? Weil er nicht kommt. Wir sind auch 150 Meter hinterher. Frag mich, wann die behinderten Autos jetzt hier lang kommen. Weißt du, kommen dann alle auf der Überholspur so vorbei und dann. Oh. Ja, schneller als wir. Die kleinen Robots hier, die sind nicht mehr schneller. Wobei dann alle gegen Anhänger. Stimmt, aber ohne Anhänger wär's schon eng. Wäre der ja 150, glaube ich. 140, 150. 160, schafft er auch noch. Und da handelt er sich ja wesentlich besser als das Auto. So, 150 Meilen am Schluss. Kommt da hinten hinterher. Dann machen wir 20 kommen. Ja, das ist so nett. Ich war gerade auf 113. Mann, ich brauch's. Ey, jetzt zieht der an mir vorbei. Was ist denn da los? Das ist Cradlab. Mit einem Flammentruck? Mhm. Ja, das ist ja fallen. Probiert es jetzt gar nicht mehr. Was? Probiert es gar nicht mehr. Nee, er hat gerade versucht mich zu überholen. Ups.
nicht mit. Ich glaube, er muss auch. Ein Drei-Mann-Konvoi. Kannst du morgen gar nicht mitfahren, oder? Nee. Leider nicht. Aber du darfst die auch gerne nachträglich einen Tag später. Ich versuche einen Tag später draufzuladen. Oder vielleicht auch am selben Tag, je nachdem. Kannst du ja dann Sonntag dann vielleicht schon angucken. Wie wir gefahren sind. Kannst du auch jeden. Meinst du das Chaos auf der Straße? Du kannst ja auch jeden anderen Konvoi angucken. Das sieht immer was anderes. Der hat zum Beispiel die andere Hupe. Ja. Der hat die andere Hupe probiert, da war bloß das Symbol vom Hupen. Abstand kennst du auch nicht. Wer? Was? Du. Ist doch weit genug. Wenn so im ETS fahren willst, wird es ganz schnell hinten aufbrettern. Ach, guck mal, steht der Walter wieder. Das ist eingerastet. Die eingerastet. Ich tippe mal. Also. Dann geht Papier auf. Aber wir sind doch schon da. Tatsächlich, das ging ja viel raus. Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss ein bisschen außerhalb fahren, glaube ich. Oh. So fast. Also ich muss die nächste raus. Ich auch. Oder? Nee, ich muss nicht raus, ich muss. Boah, da muss ich aufpassen. Ne, die nicht. Nee, die nicht. Ich auch nicht. Aber die hier. Ja. Die hier und die nächste wieder. Ja. Wir zwei müssen ja eigentlich fast in dieselbe Firma. Ich muss bloß eine Straße weiter. Gucken wir uns gleich mal nach San Simon bekommen, dann fahren wir hinter den, wenn wir an den Quert her. Wenn wir nach San Simon fährt. Jetzt warten oder was? Ha? Ich muss jetzt hier warten? Raus. Ich muss. Du kannst weiterfahren, du kannst abladen gehen. Ich geh jetzt hier abladen. Oh, wo ist denn hier rein? Da rein. Oh Gott, ist da eine Scheiße einfach. Na klar, kurz vorm Ziel, noch 1% Schaden. Na klar. Warum nicht? Klar. Hier kann man ja machen. Ach, und wegen dem Tanken, was da dasteht, das Tanken zählt nur, wenn ich eine Fracht fahre und während der Fracht tanke, oder? Ja. Gut, weil ich nämlich eigentlich immer so, tanken nehme ich eigentlich nie bei der Fahrt. Ja, ansonsten kannst du wenigstens einmal eintragen.
Was? Einmal eintragen, tötet dich Nee, auch nee, nicht. nicht du hier, wir haben gerade welche im Funk gelauert. Dann gucken wir mal, was wir nach San Simon finden. Hat Fötechen. Föto. San Simon. Oh, Ach, wohin? ich hab noch was nach San Simon. Das? San Simon. Hab das noch nicht entdeckt. Weiß nicht, bei mir war doch die letzte Seite, weil es relativ in der Nähe ist. Gibt wenig Geld. Vor allem um die Ecke. Ich habe drei Seiten gehabt und bei mir war es auf der letzten Seite. Ja, wird nichts angezeigt. Gar nicht angezeigt. Gar keine Touren. Doch, doch, schon. Alles nur wieder zurück. Ne, ich habe bloß Touren, die zurückgehen, da wo wir hergekommen sind. Weil wenn ich einmal in die Werkstatt porte, vielleicht geht's dann. Na, es geht ja. Ja, vielleicht hast du eine andere Tour. Da geht der Zeit dabei. Apropos, muss ich noch die Dings kaufen, die Garage. Wo ist denn die? Da hinten. Das trifft sich ja gut. Ah, hier ist dann Simon. Hast du auch gefunden? Ja. Ach, du bist ja gerade in meiner Nähe, das ist ja schon praktisch. Och man, das ist genau in der Firma, wo ich gerade noch war. Pestizide. Ich komme gerade in die Garage. Muss trotzdem Quedlinburg treiben. Nicht, dass er ohne uns fährt. Muss ich hier grundlos alleine weiterfahren. Yay, sie haben meine Arbeitsjacke und Co. gefunden. Hier auf der Autobahn treffen. Soll. Auf T10? Duxcon? Wo ist Ja, die? was macht denn der 71 Kilometer? Was? Ja. Ach lol, Phoenix ist ja zum Glück gar nicht groß. Warum? Ha, fast gar nicht. Der Warum? schickt mich hier tatsächlich 71 Kilometer Stück Autobahn rüber nach Phoenix zu der anderen Seite. Da war ich ja gerade. Bin ja recht ruhig gefahren.
Wo stehst du jetzt? Ich hänge versuchen, den Scheiß Hänger anzuhängen, aber mit dem Scheiß Auspuff, da sehe ich nichts. Wie viel Tonnen? 14. Ja, auch. Cool. Und zwar Leergut. Gut, ich hab Pestizide. Schon wieder? So. Jetzt nicht in Bewegung. Jetzt sagt er, es steht irgendwo auf der 10. Fix anhängen. Du musst auch über die 10, oder? Ja, da wartet der Feldlab, ja. Gut. Mal auf der Autobahn? Nee, gleich. Jetzt am drauf fahren. Ah, there's nothing inside. Du schon drauf? Ja, auf dem Weg. That's how you know you're not supposed to be in a place when you can go through stuff like that. Alter, warte ich jetzt. Da steht er doch. Toxen, da steht in Toxen. Tank gerade. Der. Ja, ja. Langsamer, aber sicher.
Ach, Taxen hätte ich hier rausgemusst? Nee. Aber die hier muss ich jetzt raus. Nein. Einfach gerade durch. Lab, tu mir deinen Player Tag ändern auf Waterkant Logistics bitte. Also nämlich nur WKGL drin stehen. Also bis nur WKG, Quedlab. Quedlab steht ja eh schon da. Man braucht nicht extra nochmal WKG Quedlab schreiben. Da kommt Waterkant Logistik rein und nicht WKG Quedlab. Das ist Schwachsinn. Wahrscheinlich ein Funk aus. Stimmt, das wollte ich ja noch machen. Was? Funk aus. Hilfe! Oh, das ist echt nervig, Hilfe! Dass wir die ganze Zeit irgendwelche Leute ins Mikrofon reinbrüllen. Das hinten, okay. Okay. Warte in einer anderen Ausfahrt. Ja, die Flugkamera ist schon geil. Hast du sie, wa? Fein immer.
Also abgehängt. Mut an der Vortrag. Komm. Kannst vorbeifahren, ne? Kann ich nicht, wenn du zu schnell fährst. Fahr 90. Ja, mal voll, ich fahr 95. Und ich habe immer noch mehr Tonnen wie du. Ich fahr immer mit 15 Tonnen, immer noch. Ich kann vorbeifahren, das ist sehr gut. Also, es hindert dich keiner. Doch, klar, deine Schnelligkeit. Warte, kein Rennen. Ich bin eng. Beide da hoch. Sportlich, komm. Kriegst du mal hoch. Der Brett verliert, ne? Ja, mein schöner LKW. Oh, du kaputt. I have motor error. Motor error. Jo, Fehlermeldung. Und 1% Schaden am Hänger. Darfst du dir gerne von mir abziehen? Bin schon da. Hallo. Ah, ich glaube, er muss in meine Richtung. Nur 400 Euro weniger. Okay. Dann verkraften wir noch. Wieder Strafe. Hat das eigentlich einer schon jemand gesagt? Was? Wenn du Schaden machst, was da passiert? Ich hab dir gesagt, du kannst gerne abziehen. Nein, lol, der was da passiert? Nicht auch hat das mal einer jemand gesagt? Wenn du einen Frachtschaden einreichst. Dass ich wüsste. Hat keiner gesagt? Nee. Oh, das ist schlecht. Würdest du es gerne wissen? Boah. Wäre, denke ich mal, ganz gut zu wissen. Boah, das kommt drauf an. Ob sie gerne Frachtschaden einreißt, immer. 3% von dem Frachtschadenwert wird von deinem Fahrerkonto abgezogen. Geil, ne? Ja. Also von 400 Euro 2%, 3% von diesen 400 Euro werden von meinem Konto abgezogen. Hat Phoenix eigentlich eine Garage? Hab keine Ahnung. Ihr seid beide hier, oder? Jo. Beide in einer. Bumm. Aus.
reparieren, macht das.